Ja, hallo liebe Pfeifenriege hier auf YouTube. 7 auf einen Streich. Ich glaube, den Satz gibt es beim tapferen Schneiderlein, wenn ich mich recht erinnere. Aber 7 auf einen Streich, das schaffe ich auch. Nein, das habe ich geschafft. Das kann ich sogar beweisen. 7 auf einen Streich. Ja, was ist passiert? Ich war unterwegs, kam an einem Tabakwarengeschäft vorbei und sah durchs Schaufenster, wo ich eine Vitrine erblickte, wo Pfeifen drin standen. Also kurzerhand habe ich das Geschäft betreten und habe mich um die Vitrine gekümmert. Ich habe dann gefragt, ob man die Vitrine mal öffnen könnte, und das hat man auch gemacht. Das war eine Vitrine, so ungefähr 1,80 hoch und 40 cm im Quadrat mit 4 Ebenen drin. Auf den Ebenen befanden sich Präsentationskoffer pro Ebene, 2 Stück mit Pfeifen drin. Was ich auf den ersten Blick direkt sah, war, dass es ältere Pfeifen waren und dass alle Pfeifen Ebonit-Mundstücke hatten, da diese Mundstücke schon leicht bis teilweise sehr stark angelaufen waren, was mich nicht weiter abschreckte. Also ich schaute mir die Pfeifen an und erblickte das ein oder andere Teil, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, was habe ich gesehen? Was ist mir da in die Hände gefallen? Zum Beispiel diese schöne Pfeife ist mir in die Hände gefallen. Es ist eine Lorenzo Spitfire mit dem wunderschönen Namen Trio. Eine Lorenzo Spitfire Trio. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich da eine Nummer bei habe. Ja, da ist eine Nummer drauf, und zwar ist das die 8652. Lorenzo Spitfire Trio 8652. Ich habe dann erst etwas später gesehen, dass es eine 4 mm Papierfilterpfeife ist, was mich nicht abschreckte. Ich nahm sie, legte sie auf die Theke und schaute weiter. Als nächstes erblickte ich dieses schöne Pfeifchen aus dem Hause Gasparini. Ein wunderschönes Pfeifchen. Und da bin ich mit der Bezeichnung nicht weitergekommen, und zwar, da steht nur drauf Gasparini Nazca, also N-A-Z-C-A oder Nazca, ich weiß nicht wie man das ausspricht, aber es ist eine wunderschöne Pfeife, lässt sich sehr gut rauchen, sieht toll aus, und das Mundstück habe ich wieder einigermaßen hinbekommen. Sieht auch wieder ganz toll aus, schön glänzend. Wie übrigens bei der Spitfire auch. Jo, des Weiteren habe ich dann dieses schöne Teil gesehen. Die hat mir auf Anhieb vom Kopf her sehr gut gefallen. Sie ist sehr dick, sehr groß, ein Handschmeichler. Und das ist eine, jetzt muss ich gucken, eine Bocca Seprio. Eine Bocca Seprio. Bei der muss ich dabei sagen, ist mir leider das Mundstück, ich habe es einigermaßen hinbekommen, nur das ganze Mundstück war schon fast, ja, hellgelb, weißlich, da war also nichts Dunkles mehr dran, und
Ich musste so viel runternehmen oder so viel runterpolieren, dass dass das Stück oder das Mundstück auf den Holm trifft, nicht mehr passgenau ist, und dafür muss ich jetzt ein neues Mundstück besorgen, aber das ist kein großes Problem. Sie hat mir so sehr gut gefallen, von der Form her, von der Größe her, deshalb habe ich sie mitgenommen. Jo, dann fiel mir noch dieser Kollege hier auf. Das ist eine Bari, und zwar eine Bari Don. Mehr steht auch leider nicht drauf. Eine Bari Don. Ich gucke nochmal, aber da steht wirklich nichts anderes drauf. Da ist noch ein Stempel daneben, den kann man kaum lesen. Und darunter steht auch noch was, aber Regular, ich glaube Regular soll das heißen, Don Regular. Ich weiß es nicht genau. Wenn es einer von euch weiß oder diese Pfeife besser kennt, wäre das nett, mir da vielleicht mal eine Info zukommen zu lassen. Jo, so, nun hatte ich schon vier, aber ich habe natürlich immer weiter gesucht und geschaut, was es da noch so gibt. Ja, und habe dann noch eine Entdeckung gemacht, und zwar dieses Pfeifchen. Ein wunderschönes Pfeifchen aus dem Hause Bütz-Chocon, und zwar eine Domino. Hat mir sehr gut gefallen, und die habe ich dann auch direkt mitgenommen. Jo, und dann ist mir noch was in die Hände gefallen, und zwar dieses schöne Stück. Das ist eine Pfeife aus dem Hause Oldenkott, und zwar eine Oldenkott Tower. Und die sieht auch sehr schön aus. Und eigentlich aufgrund dessen, dass es die Firma ja schon lange nicht mehr gibt, war ich eigentlich sehr überrascht, diese Ausführung noch zu finden als neue Pfeife, und habe sie sofort mitgenommen. Und dann, zu guter Letzt, ist mir noch diese Pfeife in die Hände gefallen, auch aus dem Hause Oldenkott. Allerdings fehlt mir dafür die genaue Bezeichnung. Ich weiß, dass es ein Video auf YouTube gibt von einem User, der auch diese Pfeife hat, allerdings wohl gebraucht erstanden. Diese hier war neu, aber ich glaube zu wissen, dass in diesem Video auch keine genaue Bezeichnung genannt wird. Wenn da also einer noch was weiß, da ich im Internet nichts gefunden habe, vielleicht weiß der eine oder andere von euch, ob es da noch eine andere Bezeichnung für gibt. Ja, das sind meine 7 neuen Errungenschaften, und ich dachte, das ist es wert, euch die mal zu zeigen. So, damit ihr die Pfeifen nochmal richtig sehen könnt, habe ich von jeder Pfeife ein Foto gemacht, eine kleine Diashow zusammengestellt, und hänge die jetzt hinten an dieses kleine Video dran. Dann könnt ihr die Pfeifen nochmal alle sehen. Das war's dann auch schon. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, euer Thomas.